Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu meinem Hör- und Serienmonat Januar. Ich zeige dir alle Hörbücher, Podcasts und Serien, die mich im ersten Monat des Jahres begleitet haben. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Du siehst neben mir dieses Körbchen und in diesem Körbchen befinden sich die Bücher, die ich in Hörbuchform im Januar gehört habe. Hier fehlen noch zwei, ich habe noch zwei mehr gehört. Und da wirst du dir vermutlich erstmal denken, wow, die hat aber ganz schön viel gehört. Und ich kann dir sagen, ja, das hat sie. Ich habe nämlich im Januar sehr, sehr viel hier in meiner Wohnung ausgemistet, neu organisiert, neu strukturiert und da habe ich die ganze Zeit Hörbuch beigehört. Es hat mich total entspannt und ich habe für mich rausgefunden, welche Genre ich halt besonders gerne höre und welche ich lieber lese. Und was ich sehr gerne höre, sind eben so Liebesgeschichten, Young und New Adult, irgendwelche ganz leicht angehauchten Fantasy-Geschichten. Zu sehr darf es dann auch wieder nicht sein, das muss ich dann wieder lesen. Und ja, ich höre ja, wie du vielleicht weißt, über BookBeat. Und ich kann dir wirklich nur immer und immer wieder ans Herz legen, mit dem Code EXPECTOBOOKTRONUM für 2 Monate kostenlos mal Probe zu hören. Du kannst so viel hören, wie du willst. Du kannst dich durch die verschiedenen Kategorien klicken. Ich entdecke da auch für mich sehr viel Neues, aber jetzt habe ich für mich eben erstmal beschlossen, die Bücher, die ich auf dem Stapel ungelesener Bücher habe, die auch als Hörbuch bei BookBeat sind, dann eben auch eher zu hören. Und es hat für mich echt gut funktioniert. Und was ich manchmal ganz gerne mache, um so ein bisschen dem Alltag zu entfliehen, sage ich mal, ist, mein Handy auf Flugmodus zu machen. Und es wäre natürlich blöd, wenn ich dann nicht gleichzeitig auch Hörbuch hören könnte. Und das Gute ist, dass du dir die Bücher eben auch runterladen kannst. Also auch wenn du offline bist, kannst du die hören. Das war für mich an einigen Tagen echt total der Segen, weil ich mich von allem so ein bisschen distanzieren konnte, trotzdem meine Hörbücher hören konnte. War super. Aber jetzt fangen wir mal direkt damit an, was ich im Januar eigentlich genau gehört habe. Und ja, ich glaube, ich rupfe jetzt mal direkt die beiden, die wahrscheinlich am allermeisten interessieren, raus, nämlich Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter von Carina Bartsch. Ich zeige dir jetzt in Buchform, einfach damit, ja, diese Bücher von meinem Sub quasi verschwinden und sie dir einmal gezeigt werden. Das ist ja eine Liebesgeschichte, die wirklich mir von allen Seiten empfohlen wurde. Ich habe die damals bei Sarah von The Sarah Story entdeckt. Ich glaube, das war 2011 oder so. Und seitdem will ich sie eigentlich lesen. Wir haben jetzt 2022, also das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und da dachte ich mir jetzt aber wirklich. Und das ist eine Geschichte, die ich sehr, sehr gerne tatsächlich als Hörbuch gehört habe. Die Geschichte wird von Marie-Isabel Weike gesprochen, fand ich eine sehr angenehme Sprecherin. Und das erste Hörbuch geht über 12,5 Stunden und das zweite auch. Also das geht ziemlich lange, sind ja auch relativ dicke Bücher. Und das ist die Geschichte von Emily und Elias. Die beiden kennen sich seit Kindesbeinen an, mochten sich auch eigentlich mal ganz gerne, bis dann etwas passiert ist, weshalb sie sich nicht mehr mögen. Und die beiden treffen dadurch, dass Elias der Bruder der besten Freundin von Emily ist, immer und immer wieder aufeinander. Vor allem als eben Alex, also die beste Freundin von Emily, wieder nach Berlin zieht, wo die alle studieren. Und sie zieht zu ihrem Bruder. Und Emily muss dann wohl oder übel, ja, ihm immer und immer wieder über den Weg laufen, ob sie nur will oder nicht. Und ja, die beiden sind so, das ist so eine richtige Hassliebe. Also Emily ist so fauchig, wenn sie mit ihm zu tun hat. Und er schleimt immer so richtig rum und ist teilweise richtig anhänglich. Und sie denkt sich immer so, ey, verarsch mich doch nicht. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe, das zu hören, war ich wirklich voll drin. Ich fand es richtig witzig, die Dialoge zwischen den beiden mitzubekommen. Ich finde, dass Emily ein Charakter ist, den man sehr schnell ins Herz schließt. Sie lässt nicht so leicht Leute an sich ran und sie ist auch manchmal wirklich sehr biestig, sage ich jetzt einfach mal. Und das meine ich durchaus positiv. Sie ist auch zu ihrer besten Freundin jetzt nicht immer einfach total nett, sondern sagt auch mal, boah, du nervst und keine Ahnung was. Und vor allem haut sie richtig witzige Sachen raus. Und es ist dann so, dass diese Geschichte zwischen den beiden sich halt immer weiterentwickelt. Emily schreibt mit einem ihr unbekannten Typen namens Luca ganz, ganz tolle E-Mails und will natürlich eigentlich gerne wissen, wer dieser Luca ist. Und dadurch, dass sie immer und immer wieder auf Elias trifft und sie früher schon mal wirklich Gefühle für ihn hatte, macht es das alles nicht so einfach. Denn wo einmal Gefühle waren, können natürlich auch wieder Gefühle entstehen. Und darum geht es so in dieser Geschichte jetzt mal ganz grob gesagt. Es kommen natürlich, dadurch, dass es sich über eine bestimmte Zeit erstreckt, noch einige andere Geschichten mit dazu, was die Eltern von denen angeht, was Freunde angeht, was gemeinsame Unternehmungen angeht. Und ich fand es echt niedlich. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, ich fand, dass sich die Geschichte doch sehr gezogen hat. Also ich bin ja, was so Liebesgeschichten angeht, eine Freundin von
klaren Worten, von klaren Momenten und ich mag dieses Hin und Her und ich weiß nicht ob und nee, ich ziehe mich lieber noch 3 Jahre lang, kann ich nicht leiden. Kann ich nicht richtig nachvollziehen, vielleicht weil ich in so einer Situation noch nie war, kann gut sein. Hasse ich, weil ich mir denke, es sind erwachsene Menschen, die sind Anfang, Mitte 20. Sprich doch einfach aus, was dein verdammtes Problem ist. Und ich muss sagen, so gut mich auch diese Geschichte unterhalten hat, ich meine, ich habe über 24 Stunden, um genau zu sein, waren es dann 25 Stunden, dieser Geschichte gelauscht. Ich höre ein bisschen schneller, also lass es vielleicht so 16 Stunden gewesen sein oder so. Aber es hat sich dann doch sehr gezogen, so schön ich es auch fand. Aber gerade im zweiten Teil, es hätte auch alles mal ein bisschen zack, zack, zack sein können. Also ich finde, die ganze Geschichte, die jetzt in 2 Teile verpackt ist, hätte auch locker in eine Geschichte gepasst. Wahrscheinlich werde ich jetzt dafür gesteinigt, weil ich weiß, dass es ganz viele da draußen gibt, in deren Jugend diese Geschichte total die Rolle gespielt hat. Vielleicht bin ich jetzt inzwischen zu alt, du weißt, wie ich es meine, so, weiß ich nicht. Ich fand es niedlich, ich habe es gerne gehört, aber es hätte auch ruhig an einigen Stellen ein bisschen zackiger zugehen können, sagen wir es so. Ich habe ja den Anne of Green Gables Schuber auf Englisch und ich habe diese beiden Bücher gehört, nämlich Anne of Avonlea und Anne of the Island. Ich will jetzt gar nichts eigentlich zur Geschichte sagen, weil ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen und sie meinte, sie will nicht gespoilert werden. Also alle, die beispielsweise bisher nur Anne with an E geschaut haben auf Netflix, die wollen vielleicht nicht wissen, wie es weitergeht. Denn in der ganzen Serie geht es eigentlich nur um das erste Buch, so gefühlt, und vielleicht noch einen Hauch vom zweiten. Der ganze Rest, der noch in der eigentlichen Geschichte von Anne of Green Gables steckt, wird da noch nicht behandelt. Deswegen sage ich inhaltlich nichts. Ich kann dir nur sagen, ich war voll drin. Ich habe schon wieder mit Anne und mit ihren Freunden mitgelacht, mitgelitten und mitgefiebert. Und ich kann, ja, nur empfehlen, das zu lesen oder das zu hören. Ich fand's super. Ich weiß, es ist jetzt total unbefriedigend, wenn man einfach hier nur so reinwirft, jo, ich habe das gehört und es hat mir gefallen. Aber ich würde es tatsächlich dabei belassen wollen, weil ich niemanden spoilern will. Und alles, was ich sagen könnte, was auch nur im Entferntesten mit der Handlung zu tun hat, würde spoilern. Die Ausgangssituation ist, dass das Waisenkind Anne Shirley nach Green Gables kommt, zu Marilla und Matthew, und die beiden nehmen sie auf, wollen eigentlich einen Jungen, der ihnen halt helfen kann auf dem Hof. Anne ist aber kein Junge, trotzdem schließen sie Anne ins Herz und sie bleibt dann dort, lernt dort ihre Freunde kennen, lernt Gilbert Blythe kennen, lernt ihre Busenfreundin kennen. Sie ist ein ganz besonderes Mädchen, sie hat sehr viele philosophische Ansätze und auch lyrische Ansätze, sie ist sehr kreativ und impulsiv und man schließt sie einfach ins Herz. Und ja, die ganze Reihe dreht sich eben um ihr Leben und wie sie sich entwickelt von einem kleinen, schüchternen Waisenmädchen in eine erwachsene Frau. Ganz zauberhaft, wirklich ganz zauberhaft. Dieses Buch hier, ich versuche dir das mal so zu zeigen, dass du auch alles von diesem wunderschönen Cover siehst, ist ein Buch, was sich total lohnt, als Buch zu besitzen. Ich sag dir mal wieso, hier sind wunderschöne Zeichnungen drin, wunderschöne Illustrationen. Und deswegen ist das tatsächlich auch ein Buch, was ich mir sowohl angeschaut habe, als auch gehört habe, weil mir einfach diese Zeichnungen nicht entgehen sollten. Gelesen wurde es von, warte, lass mich gucken, Frank Stieren. Und es sind Märchen, die quasi in der Welt von hier dieser Krähenreihe oder auch Grisha spielen. Also das sind, wenn du so willst, neu erfundene Märchen, die aber auch an bekannte Märchen andocken, sag ich mal. Und ich habe das angefangen zu hören und dachte zuerst so, ich weiß nicht, ob ich da so gut zuhören kann. Aber ich war dann echt drin. Also es sind wirklich sehr schöne Geschichten, die hier erzählt werden, sehr grausame Geschichten zum Teil. Hier geht es genau wie in normalen Märchen um Moral, um richtig und um falsch, um schwarz und um weiß. Und ich fand es richtig toll. Also das Buch wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen. Beide Bücher von Letizia Colombani habe ich, die ich auf dem Sub hatte, von meinem Sub befreit. Nämlich Der Zopf und das Haus der Frauen. Den Zopf blende ich dir mal hier ein. Um den wird es als erstes gehen. Ich habe beide Bücher schon meiner Mama ausgeliehen, weil ich gesagt habe, Mama, musst du lesen. Fand ich super. Also das erste Hörbuch hier vom Zopf geht so 5,5 Stunden. Ein bisschen mehr, ne? 5 Stunden 42. Und das Hörbuch wird von 3 verschiedenen Frauen gesprochen. Von Andrea Sawatzki, von Valerie Ceplanova und von Eva. Und den Nachnamen kann ich leider wirklich nicht aussprechen und werde es deswegen auch gar nicht probieren, weil ich es wirklich peinlich finde, den nicht aussprechen zu können. Jedenfalls nimmt quasi jede Sprecherin eine Rolle von diesen 3 Frauen ein, sodass du wirklich immer genau weißt, bei welcher Frau du dich jetzt gerade befindest. Es geht um Smita. Smita wohnt in Indien und sie möchte, dass ihre Tochter mal ein besseres Leben hat.
Sie reist dann mit ihrer Tochter zu einem Opferberg, wo sie ihre Haare opfert vor dem Gott Vishnu, weil sie möchte, dass eben das Leben der beiden besser wird. Diese Haare werden verschifft nach Europa. Dann gibt es Julia und Julia muss die Perückenfabrik ihres Vaters retten und ist natürlich auf Haare angewiesen. Wie sie das dann macht, erfährst du im Laufe der Geschichte. Und dann gibt es noch die erfolgreiche Geschäftsfrau Sarah. Bei Sarah wird Krebs diagnostiziert und eventuell braucht sie eine Perücke. Du kannst dir jetzt so ungefähr vorstellen, wie das vielleicht miteinander verknüpft sein könnte. Und ich finde auch, dass auch der Klappentext dieses Hörbuchs und auch des Buchs sehr, sehr viel verrät. Das tut der Spannung aber gar keinen Abbruch, denn die einzelnen Schicksale dieser Frauen werden so toll herausgearbeitet und ich weiß nicht, du fühlst bei allen dreien total mit. Du erlebst drei ganz eigene Lebenswelten und es hat mich so beeindruckt, wie sich alle drei so stark durchs Leben gekämpft haben. Wow, ich war, als ich das gehört habe, wirklich richtig, richtig begeistert davon. Ich fand die Sprecherinnen auch wirklich toll. Also die haben es richtig gut vertont. Und als ich dann noch so voll in diesem Flow war, dachte ich mir, okay, du musst einfach sofort auch mit dem Haus der Frauen anfangen. Das war dann das Nächste, was ich gehört habe. Und das hat mich auch extrem begeistert. Der Zopf hat mich noch ein bisschen mehr emotional berührt als das Haus der Frauen. Aber auch das Haus der Frauen fand ich wirklich toll. Die Geschichte beginnt damit, dass Solène, eine erfolgreiche Anwältin, Burnout diagnostiziert bekommt. Und sie muss sich da irgendwie wieder rauskämpfen. Und ihr Therapeut sagt ihr dann, dass es vielleicht ganz cool wäre für sie, wenn sie eine ehrenamtliche Tätigkeit ausübt. Und sie kommt dann in das Haus der Frauen. Die ganze Geschichte spielt in Frankreich. Und ja, soll dort eben als Schreiberin quasi fungieren. Also wenn jemand ein Problem hat und vielleicht nicht weiß, wie mit bestimmten Behörden oder mit wem auch immer umgegangen werden soll, können die Frauen zu Solène kommen und sie hilft ihnen dann dabei. Du kannst dir vorstellen, dass Frauen, die in einem Frauenhaus wohnen, ziemlich viele schreckliche Dinge erlebt haben und auch nicht unbedingt jedem sofort vertrauen. Das erfährt dann auch Solène und sie stellt vieles ständig in Frage, weil sie sich denkt, was genau mache ich hier? Keiner will mit mir sprechen. Was genau bringt es, wenn ich jetzt dieser einen Frau helfe, irgendwelche Prospekte durchzugehen oder so? Aber sie lernt mit der Zeit eben die Geschichten der Frauen kennen. Und vor allem lernst du im Laufe dieses Hörbuchs parallel die Geschichte der Gründerin dieses Hauses kennen. Das ist so beeindruckend gewesen und wenn ich daran denke, kriege ich sofort wieder Gänsehaut. Oh, diese ganzen Schicksale, die du im Laufe des Hörbuchs oder eben auch wenn du das Buch liest, erfährst, gehen echt unter die Haut. Werden diese Rollen von Andrea Sawatzki und Ruth Reinicke. Und ich weiß nicht, ich finde Andrea Sawatzkis Stimme sowieso sehr, sehr angenehm. Die andere Stimme kannte ich tatsächlich noch nicht. Es hat mich einfach sehr berührt. Ich muss mal recherchieren, ob es von der Autorin noch mehr gibt. Das sind auf jeden Fall die beiden Bücher, die mir am präsentesten von ihr waren. Aber ich finde es wirklich wahnsinnig gut. Also sie sind auch recht kurz. Also das sind nicht so viele Seiten. Wow, was stammel ich denn hier eigentlich vor mich her? Ich kann dir einfach nur sagen, lies oder hör diese Bücher. Wahnsinnig tolle Geschichten. Punkt. Ich habe das Gefühl, dass ich schon wahnsinnig lange geredet habe, weil ja auch 7 Hörbücher echt eine ganze Hausnummer sind. Deswegen würde ich mich bei den Podcasts diesmal ein bisschen kürzer fassen. Ich habe die gleichen Podcasts gehört wie die letzten Monate, also sowohl den offiziellen Bibi Blocksberg Podcast als auch den Podcast von Julina und Florian Mennen. Und bei dem Bibi Blocksberg Podcast kann ich dir nur sagen, dass mich besonders beeindruckt hat im Januar, dass eben ein Interview mit Susanna Bonasewicz da war, also der Sprecherin von Bibi Blocksberg, und mit Elfie Donnelly, also der Erfinderin von Bibi Blocksberg. Wow, dieses Interview in Podcastform mit Elfie Donnelly kann ich dir nur ans Herz legen. Auch wenn du Benjamin Blümchen gerne magst, wenn du Bibi magst, egal was du magst, es ist eine so beeindruckende Frau und dieses Interview war wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht. Also unter anderem hat sie so ein bisschen anklingen lassen, falls du Elea Eloanda kennst, liebe ich, dass es eventuell dort bald Neuigkeiten geben könnte. Vielleicht geht die Reihe endlich weiter. Außerdem hat sie eben auch verraten, warum Boris nicht mehr da ist. Also Bibi hat einen kleinen Bruder namens Boris, der seit der 8. Folge einfach verschwunden ist.
Und es wird so erklärt, dass er mit einem Husten an die Nordsee geschickt wurde. Und sie erklärt, warum sie sich dazu eigentlich entschieden haben damals. Und sie erklärt auch, wieso sie bestimmte Dinge im Bibi Blocksberg-Universum damals so erfunden hat. Und sie erklärt auch, warum sie ab Folge, ich glaube 41 oder 42, für sich gesagt hat, so, für mich ist jetzt Schluss mit Bibi Blocksberg. Voll beeindruckend, wirklich. Kann ich dir nur empfehlen. Ah, fand ich super. Genauso wie eben auch das Interview mit Susanna Bonasewicz. Ich habe dann auch gelernt, dass ich mein Leben lang sowohl Elfie Donnelly als auch Susanna Bonasewicz komplett falsch ausgesprochen habe. Habe ich jetzt gelernt. Kann ich dir nur ans Herz legen. Super, super toll diese Folgen. Wirklich, hörst die an. Und bei dem Podcast Trotzdem geil von Julina und Florian Menn kann ich nur sagen, dass ich es sehr spannend fand, die Diskussion von den beiden darüber zu hören, ob so, ich sag jetzt mal so, Motto-Monate wie der Veganuary, also der Januar, in dem du vegan dich ernährst, ob sie das gut finden oder eben nicht so sehr und was sie von Neujahrsvorsätzen halten. Das fand ich richtig spannend, die Diskussion, weil ich genau darüber tatsächlich mit Freunden auch schon diskutiert habe. Und was ich für mich entdeckt habe, was ich ansonsten mir immer bei YouTube angeguckt hatte, war der Mord am Mittwoch. Das ist ein True Crime Podcast, der relativ kurz ist, was ich sehr gut finde, denn manchmal hast du vielleicht so 15 bis 20 Minuten, keine Ahnung, vielleicht bist du dabei, weiß ich nicht, entspannt auf der Couch zu sitzen und dir einfach eine True Crime Geschichte anhören zu wollen oder du machst was nebenbei. Je nachdem, wie du eben damit umgehst, macht ja jeder anders, sind es wirklich Fälle, die Lucia sehr kurz und knapp zusammengefasst hat. Und da kriegst du einen guten Überblick. Klar gibt es dann auch wieder andere Podcasts oder auch Videos, die auf bestimmte True Crime Fälle noch viel genauer und detaillierter eingehen. Das ist auch super spannend. Manchmal mag ich es aber, wenn es ein bisschen kürzer ist. Fand ich super. Wusste ich nicht, dass es das auch als Podcast gibt. Ich dachte, das gibt es nur bei YouTube und war richtig froh, das entdeckt zu haben. Deswegen meine Empfehlung, wenn du kurze, knackige True-Crime-Fälle hören möchtest, dann solltest du dir Mord am Mittwoch mal anschauen. Aber wir kommen jetzt natürlich noch zu den Serien, die mich im Januar begleitet haben. Mich hat hier irgendwie dieser Hocker gestört. Ich musste den jetzt mal hier wegmachen, damit ich schön hier mit meinen Händen rumfuchteln kann. Ich habe im Januar natürlich auch weiterhin die neue Staffel von Sex and the City geschaut. Und ich bleibe bei meinem Urteil, was ich bisher mir gefällt habe. Und zwar dem, wow, was war das denn? Dass ich die neuen Folgen wirklich toll finde. Ich weiß, dass es einigen anders geht und dass sie sagen, das hat nichts mehr mit Sex and the City von früher zu tun. Aber für mich hat es das sehr wohl. Denn man, also ich finde, dass die Charaktere sich genau so entwickelt haben, wie ich es auch mir selbst vorgestellt hätte. Und es ist eben nicht mehr das Sex and the City von früher, sondern es ist das Sex and the City mit den Frauen, wie es eben heute wäre. Und wie es ihnen in der heutigen Welt eben gehen würde. Eine Carrie, die vielleicht manchmal ein bisschen schusselig mit ihrem Handy ist. Oder eine Miranda, die dann eben nochmal mehr aus sich herauskommt. Ich werde nicht spoilern, das habe ich von Anfang an gesagt, das werde ich auch weiterhin nicht tun. Aber ich finde, dass viele Entwicklungen, die stattfinden, sehr, sehr, sehr passend zu den Charakteren sind. Ich genieße es total, die Folgen zu gucken. Ich fieber der neuen Folge jeden Donnerstag echt entgegen. Manchmal schaue ich sie nicht direkt am Donnerstag, sondern heb sie mir extra noch ein paar Tage auf, damit ich es so richtig genießen kann. Und ja, bin da einfach total drin. Ich lieb's. Ich finde die Folgen einfach richtig toll. Und vor allem muss ich sagen, dass ich so ein paar Annahmen am Anfang hatte, die sich bestätigt haben. Und ich bin gespannt, wo es einfach noch hingehen wird. Also so viel zu meiner Meinung zu der neuen Sex and the City Staffel and Just Like That. Dann habe ich die neue Staffel von Grace und Frankie geschaut. Die kam schon letztes Jahr irgendwann raus, aber ich habe sie halt jetzt im Januar erst geguckt. Und das ist ja die Serie, wo Jane Fonda unter anderem mitspielt. Es geht um zwei ältere Frauen, die quasi ja, von ihren Männern hintergangen werden. Denn ihre Männer sind zusammen, sind schwul und haben das schon jahrelang hinter den Rücken der beiden am Laufen und beichten ihnen das quasi zum Anfang dieser Serie. Und die beiden Frauen, Grace und Frankie, müssen dann irgendwie sehen, wie sie miteinander zurande kommen. Die sind eigentlich grundverschieden. Grace ist so total die Geschäftsfrau, ein bisschen mehr schickimicki, ist so, kann auch mal eine kältere Entscheidung treffen, sag ich mal. Und Frankie ist halt so ein Ex-Hippie und total so, oh, und alle müssen sich lieb haben und ach je. Und die beiden haben eine ganz besondere Freundschaft und inzwischen ist es die, keine Ahnung, wie vielte Staffel. Muss ich nochmal rausfinden, dann schreibe ich es dir hier unten hin. Und wie auch die Beziehung ihrer Ex-Männer zueinander ist,
erfährst du eben im Laufe der Serie und auch, wie die Kinder von den beiden damit so klarkommen. Die sind ja auch schon erwachsene Menschen, weil Grace und Frankie sind halt schon ein bisschen älter. Es ist einfach witzig. Es ist einfach witzig und niedlich und süß und ich finde, es ist so eine Wohlfühlserie. Also solltest du noch nie was davon gehört haben oder noch nie geguckt haben, kann ich dir nur raten, dir mal die ersten paar Folgen anzugucken. Und dann hast du auf jeden Fall ein paar Staffeln, auf die du dich freuen kannst. Im Dezember kam ja die zweite Staffel von The Witcher raus. Und die erste habe ich ja schon total geliebt und die zweite finde ich sogar noch viel besser. Mein Freund und ich sind noch nicht ganz fertig mit dem Gucken, weil wir uns diese Folgen wirklich aufsparen für Momente, wo wir richtig Zeit dafür haben. Und dadurch, dass wir dann beide auch das zusammen gucken wollen, ist es ja eh immer alles ein bisschen schwieriger, dann die richtige Zeit zu finden. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber man kann ja nicht einfach ohne den anderen suchten. Deswegen bin ich damit nicht so schnell wie mit anderen Sachen. Und ja, es dreht sich ja um Geralt. Geralt ist The Witcher, der Hexer, der eben verschiedenste Monster und Kreaturen erlegt, Menschen beschützt und so weiter und so fort. Und außerdem beschützt er seit der ersten Staffel eben Ciri, beziehungsweise er sorgt dafür, dass sie in Schutz genommen wird. Ciri ist nämlich ein ganz besonderes Mädchen und weiß vielleicht noch gar nicht so genau, was alles in ihr steckt. Und seine Mission ist es eben, sie zu finden und sie zu beschützen. Und in der zweiten Staffel geht die Geschichte quasi weiter und ich muss sagen, es ist wirklich episch. Es gibt noch viel mehr Dialoge, denn Geralt ist eigentlich jemand, der eher so ist, so und so, ne? Und er hat jetzt mehr Sprechrollen. Also ich denke, dass der Schauspieler das auch ein bisschen für sich eingefordert hat. Die anderen Charaktere kommen einem irgendwie auch näher als in der ersten Staffel, habe ich so das Gefühl. Und man blickt ein bisschen mehr hinter die Fassade von vielen Charakteren. Und es gibt natürlich auch wieder epische Songs, ist ja ganz klar. Ganz tolle Szenen, ganz tolle Kulissen, ekelhafte Kreaturen. Gleich in der ersten Folge der zweiten Staffel war etwas, wo ich mich so geekelt habe. Nee, wenn ich daran denke, wird mir schon wieder ganz anders. Ach, es ist einfach toll. Es hat auch so ein bisschen was von so Game of Thrones, nur mit noch mehr Fantasy irgendwie drin. Es ist einfach richtig toll. Ich hoffe, davon wird es noch ganz viele Staffeln geben, ohne dass es dann so oll wird. Weißt du, was ich meine? Manchmal ist ja weniger mehr, aber ich hoffe, dass eine dritte und von mir aus auch noch eine vierte Staffel kommen. Und ja, Geralt und Co. noch viel für uns zu bieten haben. Ich finde es nämlich wirklich super. Kommen wir jetzt noch zu zwei weiteren Serien, die ich geschaut habe. Das sind so Miniserien mit jeweils 6 Folgen. Das kann man echt schnell mal an einem Abend wegsuchten. Also jedenfalls, wenn man so lebt wie ich. Es geht um Young Royals und Kids. Die sind, glaube ich, auch noch gar nicht so lange auf Netflix und ich fange mal mit Young Royals an. Da geht es um den schwedischen Prinzen Wilhelm, der ein paar Eskapaden hinter sich hat und seine Eltern schicken ihn dann auf ein Internat. Auf diesem Internat war auch schon sein älterer Bruder. Unter anderem ist auch sein Cousin zweiten oder dritten Grades oder so auf dieser Schule. Und diese Schule wird nicht nur von Adligen besucht, sondern eben auch von Kindern, die quasi dort in dem Ort leben. Kinder hört sich so an, als wären die irgendwie 8, die sind Teenies, ja. Und so lernt Wilhelm eben verschiedene Leute kennen. Und vor allem lernst du als Zuschauer oder Zuschauerin Wilhelm kennen. Du weißt, was in ihm vorgeht, was er mag, was er nicht mag, was für einen Druck auch einfach auf ihm lastet und dass er vielleicht diese ganze Rolle als Prinz gar nicht unbedingt haben möchte. Und trotzdem stehst du zwangsläufig in der Öffentlichkeit, egal was du machst. Ob ihm dann weitere Fehltritte passieren, was tief in seinem Herzen schlummert, erfährst du eben in dieser Serie. Und er ist quasi nicht der Kronprinz, das ist sein älterer Bruder. Trotzdem ist ja sehr, sehr viel Druck auf seinen Schultern, ne? Also, das möchte ich so ehrlicherweise nicht erleben, auch wenn ich alles, was mit Royals zu tun hat, wirklich spannend finde. Aber ich glaube, dass es sich wirklich, wirklich nach einer Last anfühlt, wenn du von Anfang an, von deinem ersten Atemzug an eigentlich gefühlt beobachtet wirst. Und was das eben mit jungen Leuten macht und aber auch mit älteren Leuten macht, erfährst du in der Serie. Ich habe es richtig genossen, das zu gucken. Ich fand es richtig toll. Es gibt auch eine Liebesgeschichte und ja, ich fand es richtig cool. Also diese 6 Folgen haben sich auf jeden Fall gelohnt zu gucken, würde ich mal behaupten. Ja, und damit wäre ich dann auch schon bei der letzten Serie für dieses Video, nämlich bei Kids. Kids spielt in Kitzbühel und dort feiern die reichen, schönen, jungen Leute Silvester. Und Lisi, die eigentlich damit gar nichts zu tun hat, ja, versucht sich eben so ein bisschen den Weg in diese Welt zu ebnen. Ihr Bruder ist bei einem Autounfall gestorben und sie weiß, dass eine von diesen jungen, reichen, schönen, nämlich Vanessa, die letzte war, die Kontakt zu ihrem Bruder damals hatte. Und sie möchte rausfinden, was es damit auf sich hat. Du merkst von Anfang an, dass Lisi so ein bisschen anders ist, also dass sie
beobachtet und du merkst so, irgendwas ist doch mit dir, aber du weißt halt zuerst noch nicht so richtig, was es ist. Das klärt sich aber relativ schnell auf und du lernst halt die Welt und die Denkweise von diesen jungen, reichen, schönen Menschen kennen. Also du tauchst so selbst in diese Welt ein, so dann eben auch sie. Und gleichzeitig wird es dann aber zu so einer Art Krimi, weil sie eben so viel es geht rausfinden möchte über den Tod ihres Bruders. Und welche von den Personen dann was damit zu tun haben und welche nicht und wie sich die ganze Geschichte entwickelt, wird halt in diesen 6 Folgen echt schnell, sag ich mal, zusammengefasst. Ich fand vieles davon so ein bisschen so, gibt mir irgendwie nicht so viel. Finde ich irgendwie jetzt ein bisschen komisch. Aber trotzdem hat es mich doch sehr in den Bann gezogen. Also ich habe ja dann auch nicht ausgemacht. Ich weiß ja jetzt, wie die Serie ausgeht, so. War okay, aber muss man jetzt meiner Meinung nach nicht gesehen haben. Aber es hat mich irgendwie trotzdem unterhalten. Also vielleicht solltest du doch mal reingucken. Keine Ahnung. Ich kann nicht einschätzen, wie andere diese Serie finden werden. Ich weiß, dass eine Freundin von mir es wirklich sehr, sehr gerne geguckt hat. Bei mir war so, ja, okay, irgendwie nicht so cool, aber auch nicht so schlecht, dass ich ausmachen würde. Also es war so dieses, ich guck's jetzt halt, weißt du? Ja. Ich hoffe, du kannst damit überhaupt irgendetwas anfangen, denn ich habe das Gefühl, dass ich sehr oberflächlich gerade über die Serien gesprochen habe. Vielleicht muss ich, was Serien angeht, noch ein bisschen nachholen, was so diese, ja, Erzählung von der Handlung angeht. Das kann ich bei Büchern irgendwie besser, weil bei Serien passiert ja doch recht viel, recht schnell und ich weiß dann immer nicht, wie viel zu viel ist. Sag mir doch mal gerne, was du im Januar gehört hast und was du vielleicht geguckt hast. Ob du eins der Hörbücher oder einen der Podcasts oder auch mehrere selber vielleicht gehört oder gelesen hast. Also bei den Podcasts, die kannst du ja nicht gelesen haben. Und auch, wie es mit den Serien ist. Was kannst du denn empfehlen? Was ist was, ja, was du einfach aus tiefstem Herzen empfehlen kannst, was wir uns alle angucken sollten? Hau das gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao.